zurück zu einer neuen Folge Empyrean, dem Galactic Survival. Wir fliegen jetzt zumindest unsere drei kleinen Bergbaugeräte an. Wir brauchen A, Silizium, B, Promethium geht uns auch so langsam aus. Und Eisen brauchen wir immer, können wir immer gut gebrauchen, denke ich mal. Weil den könnte ich mir gut vorstellen, hier eventuell das Ganze aus Eisen zu machen oder mal gucken, wie wir es allgemein denn hier gestalten. Eben zumindest erstmal einen kleinen Hangar hier gebastelt. Und nun geht es auch schon los. Dings haben wir hier soweit an. Ja, geht einfach nicht mehr weiter. Die Munition haben wir uns auch aufgefüllt. Und dann fliegen wir unsere kleinen Stationen mal ein. Erstmal nachladen, falls wir ein bisschen Besuch kriegen. Ich werde, denke ich mal, zuerst die Eisen und so weiter alles anfliegen. Dass da noch die Chance besteht, dass das da noch ein bisschen heller wird. Weil hier ist es ja noch relativ dunkel. Achso. Ja, ist logisch. Ich sollte erstmal anhalten, bevor ich hier aussteige. Ich mache das auch immer schön aus. Machen wir mal hier jeweils Szene. Juhu. So, und wieder Abmarsch hier. Also, da müssen wir ja so oder so da richtig weit hinter. Da ist es ja da noch dunkel. Hier ist auch noch soweit alles in Ordnung. Scheint ja so, wa? Prima. Ja, wir zetteln hier keinen Krieg an mit den Kleinen. Ich weiß gar nicht, ob das Village schon wieder. Achso, hier ist das ja. Hier ist ja schon wieder der nächste. Ups. Ich hab's immer so gemacht, dass ich relativ nah rangeflogen bin, eigentlich kontaktmäßig, denn das Ganze abgestellt habe. Weil dann kann ich nämlich gleich von meinem Schiff hier aus wunderbar rangehen. Und kann mich dann wieder gleich wieder reinsetzen, da brauche ich nämlich nicht aussteigen. Und so kann man das Ganze auch nachts wunderbar gestalten. Denn falls dann doch auf dem Viehzeug rumrennt oder sowas, dass man da seine relative Ruhe hat, denn. Ah, schön. Wir haben doch eigentlich auch, so. Können wir aber hier ein schönes Dingsfoto machen, ja? Haben wir hier irgendwo was? Ne. Ein paar Fotos machen. Ein bisschen Tiefflug. So, es reicht aber mit Tiefflug hier, weil ich kenne mich zu gut. Da geht es dann auch mal ganz schnell in die Hose. Promethium-Erzlager. Haben wir hier irgendwo das Ding stehen da hinten? Weil hier ist ja unser schönes Raumschiff abhanden gekommen. Das fand ich dann natürlich nicht so klasse. Ja, hier richtig schön viel an Dings, an Promethium. Da können wir wieder genügend herstellen. Ich weiß gar nicht, die hat noch, glaube ich, die Schätze hier dran gehabt, wa? Aber die kleinen, also die Player-Schützer, die ganz kleinen, die haben ja nicht mehr so viel Punkte, ey. Können wir hier eigentlich schon ausmachen mit. Weil wir hier schon immer da sind, kann ich doch eigentlich auch eine Bruchlandung hinlegen.
Und dann haben wir zumindest hier schon mal wieder ein bisschen. Können wir ein bisschen was hier looten, wa? Ja, gucken wir mal, was wir hier finden. Ja. Ja, wir nehmen erstmal alles mit und danach wird sortiert. Wenn nicht, können wir ja auch einen Teil eben mit in die Fabrik mit reinschmeißen. Dann. Schöner Goldbahn, wenn das so richtig ist, wie ich das gesehen habe. Da hinten sind noch die guten Container. Aber für die Bergbaukerne muss ich wahrscheinlich denn doch mal in die Mine rein oder sowas. Weil das, da werde ich, denke ich mal, nicht drum rumkommen. Ich denke mal, zwar in ein, zwei guten Containern werde ich die eventuell hier und da doch mal finden. Ja, ich brauche ja nicht so viel. Das oh, zwei große. Also ich würde ein bisschen Crafting gespart. Hier ist keiner mehr. Dann schmeißen wir mal ein bisschen was raus hier. Hier zum Beispiel das alles. So. Was haben wir hier oben? Schönes. Ach, hier, hier waren die ganzen Medikits dann und so weiter. Goldgrube, Goldgrube. Soll ich da nur was zu essen? Was zu naschen? Hier war ich ja schon dran, aber ja. Oh, das ist doch mal richtig geil, oh ja. So, wo liegen hier die guten Sachen? Ja, naja, wir nehmen es erstmal mit. Vielleicht brauchen wir es auch nicht. Das wird sich alles erst herausstellen. Booster nehmen wir auch mit. Aber hier noch was drin. Ja, aber dann Medikit. Da nichts. Da hinsetzen. Mach Sitz. So. Essen. Haufen Zeug essen. Und Barren. Und anderes Gedöns. So, und wieder voll hier. Schiff, Schiff, Schiff. Schiff, wo bist du? Ah, genau, gegen die blöde Statue, gegen die geflogen, ey. Nein. Erstmal soweit alles irgendwie möglichst rauspacken hier. Ja, gut. Da hinten wollen wir hin. Du bist doch ja nicht so breit. Du kannst. So, hier haben wir schön geguckt. Hier kann ich bestimmt nicht zugreifen. Ist ja normalerweise so. So. Oh, und hast du nicht hier gesehen? Na, ja, schön für dich. Zugstation hier draußen. Na gut, hier draußen stürzt ja weiter nicht. Hier sind wir ja. Schwere Rüstung, ja. Hallo. Ja, gut. Habe ich verstanden. Ach so, ja. Echt, hä? Wieso macht das so eine komische Geräusche? Und dann. Ah. Bei Heilungsstation. Hier. Oh, Medizin. Medizin ist immer gut. Das kann man immer hier brauchen. So, Empfangsdämchen hier. Naja. Judy. Dann haben wir das hier auch wieder gelehrt. Ja, wir müssen dann mal wirklich in die blöde Mine rein, um da uns eventuell doch mal so ein Bergbauerkerne mal zu holen. Ich brauche ja noch eine Handvoll, um hier wirklich nicht gut voranzukommen, aber zumindest alles zu haben in ausreichender Menge. Oh,
Ah, da müssen wir dann mal schauen, denn. Wie wir das allgemein hinkriegen, denn. Ja, da sollte eigentlich doch ein paar mit drin, mit dabei sein. Machst du Sitz? Brav. Machst du dumm? Danke. Dann gucken wir mal hier, dass wir hier eventuell noch was stecken können. Jo, jede Menge. Wollen wir das jetzt mitnehmen erstmal. 220 Schüsse haben wir noch. Und dann gucken wir mal hier, was wir hier. Du da weg, du da weg. Du weg, du weg. Das auch mit weg hier. So, ihr kommt da drüben rein. So. Ihr kommt dahin und ihr rattert woanders durch. Jetzt bräuchte ich mal so langsam dann doch ein bisschen an. Jetzt brauche ich eine Kiste mal für Erze. Ich mache hier mal ein paar Siliziumbahnen. Das sind 100, 2, 3, 4, 5, 6, 800 Stück. Haben wir hier noch irgendwo eine leere Kiste? Wo war? Ernst, genau, ja. Dass man die da erstmal zwischenlagern. Ich mach mal hier, einmal komplett leer. Wir haben hier Flur hat eine Verfallszeit eben. Kürbis hat auch eine wo habe ich denn das ganze Fleisch her? Hä? Habe ich keine Durians mehr? Wieso denn das nicht? Hä? Ah, dann hat sich das da, glaube ich, verhaspelt. Ja, achso, erste Hilfe doch. Dann kommt ihr hier mit rein zum Verrotten. Das packen wir hier mit rein. Hat eine Verfallzeit. Kommt da oben mit rein. Schade, kann ich nicht verkaufen. Kommt hier mit rein. Und leichte Rüstung aus. Habe ich die jetzt mit? Was ist denn da der Unterschied? Ah, habe ich doppelt so viele Steckplätze. Haltbarkeit 1200. Geschwindigkeitsfaktor 0,6. Ja, ich bin. Hitzeschutz 10, Kälteschutz 25. Schütz 40, Kälteschutz 55, Nahrungsverbrauch 2,07, Nahrungsverbrauch 1,44, Panzerung 135, Panzerung 437. Sauerstoff 843, das ist natürlich auch deutlich höher. Okay, Rucksack 1,2, 1,7. Sprungfaktor 0,45. Strahlungsschutz 16. Natürlich ist der. Deutlich höher. Ups. Oder deutlich besser. Aber ist natürlich auch deutlich im Verbrauch niedergeschlagen. Denn. Also, was hätte. Mein Notepackage. Ja, man braucht deutlich mehr an Energie-ETC für die schwere Rüstung. Reparatur statt. Nun habe ich noch nicht gebastelt. Das werde ich, denke ich, mal als nächstes noch mit tun. Dass wir da ja unsere leichte Rüstung zumindest mal reparieren können. Ja, wie sie versucht haben, hier das zu spiegeln da in dem Glas. So, du bist kein Dings. So, du hast keine Verfallzeit, du hast keine Verfallzeit, du hast eine Verfallzeit, du nicht. Das sind alles die Origin, also fertige Sachen. Die können wir dann hier mit reinschmeißen.
Kunststoffrohmaterial kommt hier rein. Du hast keine Verfallzeit. Die kleinen Keime kommen hier rein. Und die Medizin kommt hier rein. Ich hatte aber auch, glaube ich, hier können wir dann noch so eine reinschmeißen. Also das waren die Bausachen hier. Denn das da noch mit rein. So, dann haben wir da zumindest erstmal jetzt wieder alles aufgeräumt. Ich kann dann auch das hier erstmal wieder reinschmeißen. Brauche ich so oder so erstmal nicht. So, wir haben hier T1, 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 T1. So. Einen brauchen wir eigentlich nicht. Können wir eigentlich alles vertrauen. Warp klein, weil den können wir das nämlich endlich mal produzieren hier. In Fabrik. Nur ein Stück. Ja, bringt zwar jetzt auch nicht die Menge, aber ein bisschen, eine Minute schon mal kürzer wieder. Weil ich habe es sonst immer mit den Eisensachen immer so gehandhabt, dass ich dann hier ein paar Platten durchlaufen lassen habe. Und dann konnte ich die zumindest da ein bisschen die Minuten runterdrücken. Ich werde mal hier noch 10 Lichtblöcke machen. Wie schnell geht denn das eigentlich? Wir haben 1,4 Sekunden, kommen immer 10 Stück raus. Jo. Wenn ich jetzt 10 Stück mache, sind 20 Eisenbahnen, die ich weggeknallt habe. Also habe ich, wenn ich einen Huni mache, 200 Eisenbahnen. Dann machen wir das mal so hier. Weil wie viel brauchen wir dazu? Baupläne 726, das sind dann 200 Eisenbahnen, die ich da habe. Und gucken wir mal, wie gut das sich reduziert, denn das Ganze. Hier laufen auch die Promethium-Dinger durch. Wird auch eine ganze Weile dauern hier, weil da ist das Ding auch nicht das schnellste. Hätte ich eigentlich noch einen zweiten Constructor gehabt hier, so ein Notfallding. Muss ich ja aber auch mal alles bauen, ehe. Weil es dauert mir alles viel zu lange hier. Da kann ich mir ja schon mal. Weil das ist der Hangar hier. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich das wirklich denn baue. 31 Grad und mir ist zu warm. Können wir ja mal ein bisschen Exkurs hier machen mit der kleinen Drohne. Wie ich das allgemein bauen möchte. Oder? So, wie weit können wir? Ja. Jetzt überlege ich nämlich, ob ich hier ringsherum, links und rechts, meine guten Felder mache erstmal. Und hier auf der Höhe die Constructor-Sachen mache. Das wäre eigentlich so überlegenswert jetzt. Ja, das zittert mir zu viel hier. Also, dass ich hier noch eine Ebene ranbaue. Nochmal zu die Breite. Ich würde das eigentlich immer so die Länge machen. Ich würde eigentlich 10er Längen machen. Ja, kann ich ja machen. Ich kann ja das Ganze noch rausziehen hier, bis hier vorne hin. Kann ich das bis da vorne hinaus zögern? Eben, und kann das hier noch eine Breite weitermachen. Dann kann ich hier oben zumindest das Ganze erstmal soweit auffrischen, sag ich mal. Und wenn ich das weggenommen habe, dass ich das hier dann so ein bisschen auskleide. Um denn hier oben die Constructor-Sachen etc. alles hinzupflanzen. Das Ganze natürlich auch wieder mit schönen Fenstern drin. Aber das Ganze wird, denke ich mal, hier oben mit Panzerglas denn werden. Das wäre denn doch, denke ich mal, besser.
Ich lass das erstmal so als grauen Kasten. Sieht zwar erstmal nicht schön aus, aber das soll ja immer Stück für Stück weiter gebastelt werden, bis es dann irgendwann mal den ganzen Planeten umfasst. Komplett einmal eingefasst. Ein Riesengebilde. Ne, werden wir sehen, wie wir das allgemein denn gestalten und dann werden wir das Ganze schauen, wie sich das hier noch entwickeln wird. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal erstmal. Ciao.